Ja, hallo und willkommen zurück bei der ja, Star Wars The Old Republic. Jetzt wollte ich was anders Ja, sagen. hallöle, da bin ich. Genau. Der Und Black, der ist auch da. ja, Mira genau. ist da. Da sind wir natürlich zufrieden. Freut So, uns, dass ihr auch da seid. Auf jeden ich habe in Fall. der letzten Folge natürlich noch eine schöne Zusatzquest angenommen. Das heißt, brauche jetzt 18 Sand, Leute, ne? Kann, Das ja, ist dann mir schon bewusst. kannst du alleine hauen. Ich haue keine Sandmänner. Nein, wir machen jetzt natürlich unsere normale Sandmann, Quest weiterhin. lieber Von der Macht Sandmann, geleitet. es ist noch nicht so weit. Oder wie ging das weiter? So, ja genau, wir machen von der Macht geleitet. Was ist? Hey, wir waren doch schon mal beim Außenposten Laguna. Ja, Warum wollten wir da genau, nicht das war hinfliegen? das. Wir fliegen ja nicht zum Außenposten Laguna, wir fliegen da hier hinten in die Ecke da. Das heißt, wir müssen außen Nee, ich rum meine hier. jetzt direkt mit dem Kleider eigentlich. Ja. Eigentlich sind doch in jedem Außenposten so Dinger eigentlich, oder? Ich weiß nicht, Oder ob da täusche einer ich ist, mich also da nicht in jetzt? jedem unbedingt. Es kann sein, dass da einer ist, ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Ich glaube schon, aber wir hätten, ja gut, hätten wir eher dran denken können. Wir können ja jetzt gerne zurückfliegen und dann zum Außenposten Laguna fliegen. Nee, ist schon okay. Ist schon okay. Na dann. Hä? Kling, kling, kling. Achtung, hier die Insekten rennen hier rum. Was ist M? Warum habe ich hier so zwei Milizrekruten bei mir? Oh, jetzt nicht mehr. Ja, das ist die eine Quest, die du angenommen hast. Die Geil. solltest du eigentlich zu den Militärstützpunkten führen. Jetzt hast du sie in den Tod geführt. Geil. Das Die ist wurde aber auch selber nicht schuld, wenn man dir abgebrochen. folgt. Ich kenne das. Wenn man dem Dü folgt, geht man Ich hab eben nur in den jetzt gerade Tod. gesehen, hä? Da rennen auf einmal die ganze Zeit zwei Leute neben mir. So, guck mal Ich auf einer dem an. Kleider. Hier ist die Soldatphase, da waren wir drin. Und hier oben ist die Jedi-Ritterphase, da müssen wir rein. Na Deswegen toll. ist das Waren wir auch schon so ziemlich. auf Tatooine bei dir? Ja, Na? den Teil hatten wir schon. Das war da, wo Okay, das, dann wird der das. eine mich angeschossen hat, wo wir über die Nichtraucherfolge, wo ich gesagt habe, wo ich so schön ausgewichen bin, das kann ich nur als Nichtraucher. Du erinnerst dich? Ach ja, genau, ich erinnere mich. Ja, das blieb mir gut im Gedächtnis. So, komm, wir Gedächtnis, steigen die erstmal ab und Nichtraucherfolge. machen erstmal Platz hier, weil ich weiß nicht. Das wird helfen. Hast du die auch irgendwie so getaggt? So. Nee, Also nee, so nee. getaggt im Sinne von benannt halt damit, oder? Nein. Ich schon. Huch. Stell mich dann mal wieder auf, die Dinger hauen ganz schön zu. Wenn ihr wissen wollt, wie der Black und ich über. Oh ja. Bleib du liegen, ich hole Scheiße. ne. Ich nehme so eine Sonde. Arschgeleckt. Ich habe jetzt keine Lust, hier nochmal herzurennen. Ich Ja, sag doch, wir perfekt. sollten uns erstmal um die Dinger kümmern. Wir hätten uns vielleicht durchkämpfen müssen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich so laufen, ja. Wie So. ist das eigentlich mit den Ich medizinischen Sonden? helfe. Wo kriegt man die her? CS-Shop nur? Also als Abonnent hat man die, glaube ich, frei, komplett. Und ansonsten kriegt man sie über den Shop, ja. Ach so, okay. Hast du ja jetzt noch welche oder nicht? Ja, jetzt habe ich noch drei oder so oder zwei. Hey, den kann man angreifen, So. aber Mach dich kann man mal auch sein erstmal. Ja, lassen. mach dich. Ja, der ist so ein neutraler Mob. Mach dich erstmal heile, heile, genau. So, dann steht hier unten ein Okay. Sif-Quäler. Ich glaube, den sollten wir mal uns vornehmen. Weil da hinten in der Ecke sitzt noch ein Sif-Quäler. Quälen wir die Sif. Nee, er wird uns quälen eher, ne? Weil es der Sif-Quäler ist. Ja, ne, wenn, dann quält er dich. Gucken, wie er von nahen aussieht. Ganz schön Qualvoll. hässlich, ey. Sollen Sie nur kommen. Ganz schön hässlich. Ja, das würde er aber von dir wahrscheinlich auch gesagt haben. Ganz schöner Reudenboy, Ja, der der Junge. Sif-Quäler in seinem TS wird dasselbe gesagt haben. Ey, hier greift mich ein Dulani an. Ganz schön hässlich. Und ja, ich bin mir ziemlich Nee, sicher, das dass die in sind. Star Wars irgendwo einen TS haben. Sogar mit Helm verknüpft. TS-Headset sozusagen. Richtig, das gibt's noch im, keine Ahnung, wann das spielt. Genau. Und ja, genau, das ist eine gute Frage. Wann spielt eigentlich Star Wars? Ist das irgendwie benannt? Technisch Aber gesehen soweit ich spielt das das ja weiß nicht. jetzt von Ja, dir, technisch war es gesehen. ja in einer anderen Galaxie oder Ja, genau. Dimension, Im bzw. Prinzip spielt Dimension. das ja nicht auf einem Planeten, der ähnlich Erde ist. Also zumindest habe ich noch nie was davon gehört. Dieses Star Wars, also dieses. Ja, wie heißt es denn? Dieses Spiel hier spielt allerdings vor den Star Wars-Filmen. Im Prinzip einiges vor den Star Wars-Filmen, weil. Ja, da das Sith-Imperium, das gibt es ja in der Hinsicht gar nicht in den Filmen. Außer eben. Ja. Dieses Imperium, aber halt nicht so viele Sith, immer Maximum zwei. Weil die sich Okay. irgendwann selber Meist die zerfleischen. Lebenszeichen erloschen.
Und damit halt zwei ja, Stationen da sein können, muss ja logischerweise eine von beiden auch irgendwo hier eine Quest haben. Da hinten, okay. Ich kenne euer Gesicht. Ihr habt Darth Angral besiegt. Ihr seid der Held von Tython. Die Helden von Tython. Ich habe auch gegen Darth Angral gekämpft. Meine Mission war geheim. Niemand wusste, wo ich war. Wie habt ihr mich gefunden? Der Geist meines verstorbenen Meisters Orgis Din hat mich hier geführt. Er sagte, ihr bräuchtet Hilfe. Der Macht sei Dank. Und eurem Meister. Ich dachte, ich wäre tot. Wir kontaktieren am besten erstmal meine Vorgesetzten. Ich hatte meinen Holo schon fast repariert, als die Sith mich überraschten. Yoma, wo seid ihr? Meister, ich habe meine Mission erfüllt, aber Sith-Attentäter haben mein Schiff über Tatooine abgeschossen. Meister Orgis Dins Geist hat mir eine Retterin geschickt. Ich glaube, ihr kennt sie. Die Macht will, dass unsere Mission Erfolg hat, Meisterin Satil. Das ist der Beweis. Ich wusste, dass sie der Schlüssel unseres Schicksals ist. Aber die Ereignisse entwickeln sich rascher, als ich es vorhergesehen habe. Wir hatten zwar schon lange keine Pause mehr, aber ihr könnt auf mich zählen. Yoma, eine Lazarettfähre ist unterwegs. Gebt eurem Retter vorher die Sensoren-Logbücher, die ihr gesammelt habt. Bringt uns umgehend die Aufzeichnungen. Wir erklären alles, wenn ihr auf Tython seid. Diese Bürde ist nun die eure. Schützt sie mit eurem Leben. Los, Beeilung. Lalalala. Das ist gefährliches Gebiet. Ich bleibe hier, bis die Lazarettfähre da ist. Was ich euch gegeben habe, kann nicht warten. Wir sehen uns auf Tython wieder. Möge die Macht mit euch sein. Ja, auf einmal will er wieder den Guten spielen hier. Ja, muss ich ja. Ne? Weiß auch nicht, was er will. Also ich weiß es selber noch nicht, wie ich das jetzt hier mache. Auf der einen Seite, ich werde es so oder so nicht mehr schaffen, jetzt so richtig auf Böse zu kommen. Genau. Du kannst es einfach auch nicht. Ne? Du, ja, du kannst es einfach auch nicht. Du bist halt doch nicht so böse, wie du immer tust. Das stimmt. Allerdings scheinbar bist du auch nicht so gut, wie du immer tust. So, einfach schnell durchkommen. Ja, solange wir nicht anhalten, ist alles gut. Ach, ja, jetzt gut, liegt doch Schaden drücken sie nicht, ne? Aber ja, doch schon, aber wahrscheinlich haben wir ein paar spezielle Attacken, die ein bisschen Aua machen. So, du musst offiziell nach Tython, also nach Tython zurück. Und wir, ich muss glaube ich irgendwie nach Nar Shaddaa oder sowas in der Art. Also fliegen wir halt erstmal nach Tython. Damit wir ungefähr auf selben Level sind, dann fliege ich nach Nar Shaddaa. Vielleicht musst du dann auch hin. Und da komme ich schon mit. Schauen wir mit. Genau. Da kommen wir schon mit. Ja, aber zieht sich auf jeden Fall schon ganz schön in die Länge, muss man sagen. Ich glaube, wir hatten das neue Folge, wie gesagt, 300 hatten wir angefangen. Ja, wir hatten Kapitel das abgeschlossen. Das ja auch für zwei Leute halt, ne, muss man sagen. Ja, genau. Aber wir nehmen ja zum einen die ganze Story mit und zum anderen halt so das Drumherum halt auch noch. Eben. Und so. So, gehen wir erstmal zum Nee, zu dem Lager fliege ich jetzt nicht. Zur Milizausbildung kann ich hier nochmal gehen. Du hast die Leute noch hinter dir? Nee. Aber ich kann sie wieder annehmen. Nix da. Ich nehme jetzt stattdessen eine Schnellreise so. Und zwar direkt zurück. Anchorhead, genau. Bin einsatzbereit. Schnellreise. Blum, 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 blum. Die hoffentlich auch wirklich schnell ist. Naja, schneller als dein Mundwerk. So, da sind wir. Und ab zum Raumhafen, wir können hier weg. Mal wieder. So, wo ist denn Cantina Raumhafen Anchorhead? Ah, das ist gleich in der Ecke. Ne, passt doch. Einmal hier rauf. Im Prinzip kann man sagen, dass momentan wir eigentlich alles nochmal abfliegen, was wir schon mal angeflogen hatten. Quasi mit Ende des ersten Kapitels sozusagen. Schauen wir mal, was die neuen Kapitel uns bringen. Oder Kapitel 2. Ja. So. Wir sind doch schon lange im Kapitel 2, oder nicht? Ja, beziehungsweise ist der Start von Kapitel 2. Manchmal. Jedi-Ritter, Schmuggler. Also ich muss in die andere Richtung. Okay, das ist mir schon alles, was ich wissen will. Bin ich sogar schneller. Ja, weil ich extra für dich. Ja, du musstest. Ich musste ja von oben nach unten lesen und unten war ich halt.
kann ich auch nichts für. So. Soldat. Doch, kannst du was für. Du bist schuld. Schuldig. Nee. Wir haben das Recht zu schweigen. Ich habe aber auch das Recht zu reden. Oder nein, eigentlich habe ich die Pflicht zu reden. Das ist ja der Sinn eines Let's Plays. Sonst könnt ihr auch einen Walkthrough oder sowas machen. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wen ihr lieber hört. Mich oder mich? So. Ich starte jetzt mal. Ich habe gestern übrigens geschafft, ja, eine Serie zu Ende zu schauen. Ne? Bin ganz begeistert von mir. Welche Serie? Ich habe es nämlich gestern zusammen mit meiner Freundin geschafft, Breaking Bad zu Ende zu schauen. Sagt ihr das was? Ja, Breaking Bad kenne ich schon. Hab nur noch nie, glaube ich, eine Folge habe ich, glaube ich, gesehen. Aber eine Folge auch hast du gesehen? Ja. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ja, muss ich sagen. Muss ich mal gucken. Es gibt ja auch eine Spin-Off-Serie mittlerweile davon. Better Call Saul, genau sowas. Ja. So. Wollte ich nur mal so mal mit erwähnt haben. Ja, von Walking Dead gibt es ja mittlerweile wohl auch eine Spin-Off-Serie oder sowas. Oder ist zumindest in Planung und kommt bald und was weiß ich denn. Wohin müssen wir? Ich muss entweder nach Balmorra und nach Nar Shaddaa und du musst nach Tython. Tython, Von der Nacht geleitet, klar, natürlich, Logo. Ich habe leider Gottes habe ich so viele Questen. Ich würde es natürlich auch selber finden, aber gut, der Beck hat das jetzt auf einmal schon gehabt. So, genau, reisen wir mal nach Tython. Und dann klappt das hier auch. Ja, er würde das auch selber finden. Es würde nur halt schneller, langsamer dauern. Viel, viel länger. Warum saß ich jetzt daneben? Ich hab gerade neben meinen Stuhl gekackt, glaube ich. Aber ich habe ja einen Reinigungsdroiden hier an Bord. Mal zurück zu den Wurzeln. War Tython nicht so gemeint? Ja, natürlich. Du hast ja selber gesagt, zurück zu den Wurzeln. In den Rat halt, ne? Genau. Das heißt, ich werde wieder dumm rum in der Gegend rumstehen. Aber zum Glück habe ich ja einmal Post. Die kann ich dann aufmachen. Und dann kann ich mal drin lesen. Ich habe ja auch Post. Ich müsste mir das mal anschauen. Ist mir doch egal, was deine Post ist. Viermal Post. Viermal? Wieso viermal? Von NPCs. Ach so. Keine Ahnung. Ich habe nur einmal. Von NPCs. Ich habe nur einmal. Von einem treuen Fan. Mir. Echt? Weiß ich doch nicht, ich hab da noch nie aufgewacht, nur Spaß. Keine Ahnung, es kann auch von einer Quest sein, was weiß ich denn. So, wir sind erstmal auf der Station, das heißt erstmal runter. Post ist immer so eine Sache. Post kommt mit dem Postwurf vor Postboten und so. Setzt die Post Rost an, ist natürlich auch nicht so schön. Okay, Orbitalstation. Und unten sind wir. Du bist ja auch schon da. Wie bist du so schnell hier runtergekommen? Das ist eine gute Frage. Merkwürdig, merkwürdig. Ja. So, hast du dein... Achso, ja, du willst ja die Post dann lesen. Ja, ja. Ach ja, das war ja hier das mit dem Zwischengebiet auch noch. Ja, ja. So, hopp. Warum haben sie denn hier immer noch Zwischengebiete gemacht? Ja, weil das Startgebiet ist. Und im Startgebiet hast du halt noch keine... Startpunkte für die Raumschiffe. Sollte quasi für die ersten Leute, die sich mit Star Wars noch nicht auskennen, eine Überraschung sein, dass sie quasi die Raumschiffe selber bekommen. Würde dann überall stehen, ja, Raumhafen des Schmugglers und so weiter, müssten die das ja dann wissen. Oh, da, Startgebiet, jo. Geh weg von dem Briefkasten. Gehst du weg. Hey, welchen Briefkasten? Psst. Psst. Nicht jetzt lesen. Sonst hab ich nachher nichts zu tun. Ich darf doch bei dir wieder nicht rein. Warte mal, ich hab hier Zeugs bekommen für das Festungszeug, aber mein Inventar ist eh voll. Naja. Mhm. Na gut. Geh du schon mal vor. Ich hab nämlich Post von meinem Gruppenmitglied. Also von meinem Crew-Mitglied, von Tarvos nämlich, Heron Tarvos. Ah nee, halt Quatsch, das ist ja der, den wir erfolgreich gestellt haben. Mir ist bewusst, dass ihr kein Interesse daran habt, die Worte zu lesen. Ich mach's aber trotzdem. Die ich euch schreibe, doch ich muss es versuchen. Ich befinde mich in Einzelhaft und hatte somit mehr als genug Zeit, mir alles durch den Kopf gehen zu lassen. Wobei? Ja, wobei wir werden hier erstmal, denke ich mal, mit dem Gespräch uns in die nächste Folge verabschieden. Na, ich lese jetzt hier noch zu Ende. Ich fange doch keinen Brief an.
So, die 2 Sekunden haben wir jetzt auch noch. Ich werde nie vergessen, das auf was auf Ando Prime geschah. Ich werde nie die Leute vergessen, die uns verraten haben. Und ich werde mir nie verzeihen, dass ich die besten Freunde, die ich je hatte, ins Verderb geführt habe. Nun gehört der Chaos-Trupp euch. Ich kann nur hoffen, dass ihr, wenn ihr den Stab an euren Nachfolger abgebt, nicht so viel zu bedauern haben werdet wie ich. Ja, ich auch. Okay. Was zum Post hat er mir, ja, eine Tresorkiste der Klasse 3 hat er mir noch geschickt. Da er eh lebenslang sitzt, braucht er das Zeug wahrscheinlich nicht mehr. Okay, Leute, wir sehen uns jetzt wirklich in der nächsten Folge wieder. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst ein Abo, ein Abo und Like da. Abonnieren könnt ihr auch, wenn ihr es noch nicht habt. Aber lasst halt erstmal ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss. Tschüss.